Er kommt aus Berlin. Er hat in Eppendorf gespielt, im Kulturhaus und im Bracula im Bramfeld, was ja auch neu auferstanden ist, in neuester Schönheit, renoviert. Und er hat eine englische Comedy-Show, war damit in Edinburgh, er war in Australien, er war in den USA und hat den Leuten da erzählt, wie die Deutschen so ticken. Und das ist sehr international, sehr lustig. Und bitte einen Riesenapplaus führen. Hier kommt für euch als allererster heute Paco Erhardt. Hallo Hamburg! Es ist schön, bei euch zu sein. Ja, ich war lange im Ausland und es ist geil, hier zu sein. Weil ich glaube, meine größte Leistung ist, nach 15 Jahren bin ich zurückgekommen ohne komischen Akzent. Oder? Ich weiß nicht, ob doch, aber das war meine größte Furcht damals. Ich wollte nie so werden, wie kennt ihr, oder so der Kumpel von einem, der aus Amerika zurückkommt und auf einmal einen Akzent hat. Also, kennt ihr die? Oh, das war so amazing. Oh, ich weiß gar nicht mehr richtig, wie man Deutsch spricht. Weißt du, ich bin so eingetaucht in die Kultur. Ich gucke jetzt Filme nur noch auf Englisch. Filme sind so viel besser, wenn man sie im Original guckt. Und du denkst dir, Alter, du warst 3 Wochen in Florida. Mit Gisela und Gudrun von Kegelclub Bottrop. Oh, ich mache das nicht, um anzugeben. Warum passiert das Leuten eigentlich dann immer nur, wenn sie aus Amerika zurückkommen und nicht aus, was weiß ich, Indien? Na, Hansi, wie war es im Indienurlaub? Oh mein Gott, der Taj Mahal. So war ich Hans Günther heiße. Das hat mein Leben verändert. Ich gucke jetzt Filme nur noch auf Hindi. Filme sind so viel besser, wenn man kein Wort versteht. Namaste. Also, zum Glück bin ich nicht ausgewandert. Leute, ich habe mir lange überlegt, was ich heute Abend machen kann, um euch zu gefallen. Und dann ist mir eingefallen, kann ich nicht. Ich kann nur die Comedy machen, die ich gerne mache. Ich finde, in Deutschland gibt es zu viel Comedy, wo Spießer quasi über Andersartige lachen. Und ich kann nur Comedy, wo wir Freaks über die Spießer lachen. Ich finde Spießer zum Kringeln. Ich hatte das mal, ich wohnte damals in Spanien. Ich bin von Spanien aus zurückgeflogen. Und da saß einer neben mir, der hieß Dieter. Und Dieter war so ein, ach, auch Deutscher. Ich bin so eher die Art von Deutschen, so eher die Jungen, die wir fahren ins Ausland und sprechen lieber Englisch, damit man uns nicht erkennt als Deutsche. Kennt ihr das? Oh ja, Deutschland, ja, ich komme daher, aber ich bin kein praktizierender Deutscher. Und Dieter sagt gleich zu mir, also hören Sie mal, die Türken in Deutschland, die integrieren sich nicht. Die sprechen nicht mal unsere Sprache, die kapseln sich ab, die integrieren sich nicht, die bleiben unter sich, die sprechen nicht mal die Sprache. Und ich dachte, komisch, das kenne ich gar nicht so aus Hamburg und Berlin. Wo in Deutschland wohnen Sie denn? Und er sagt, nein, ich wohne schon seit 15 Jahren in Spanien. Und ich meine, bueno, en este caso podemos hablar español. Er sagt, nein, ich spreche kein Spanisch. Muss ich auch nicht, weil wo ich wohne, sind wir alle Deutsche. Das kannst du nicht erfinden. Erinnert mich so ein bisschen, als ich auf Osttour war in Leipzig. Und da, es war auch so geil, die Leute da, deren Argumente in Sachsen gegen all die Ausländer. Zuerst mal Pegida, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, entstanden in Dresden. Wie viele Prozent Ausländer haben sie da? 2%. Davon Muslime noch mal weniger. Dresden gegen die Islamisierung des Abendlandes ist, als würde ich eine Bewegung starten. Ah, Hamburg gegen zu viele Hobbits. Und ich fand deren... Und ich fand in Sachsen deren Argumente gegen Ausländer sogar, ja, die können doch nicht mal richtig Deutsch. Die gehören nicht hierher, die haben schon so undeutsche Namen. Ja, beruhig dich mal, Enrique. Und es ist gemein, aber ich musste in dem Moment denken, oh Mann, 1990, die Jüngeren unter euch erinnern sich nicht, 1990, oh, als Ossis noch niedlich waren. Oh, die Jüngeren wissen das nicht. Damals, wir haben die Grenzen aufgemacht, es gab keine Obergrenze für die, es war toll. Und dann, die waren so niedlich, die waren goldig, die haben so eine Sprache, so aufgeregt mit einer Sprache, die keiner verstand. Banana.
Es kann sein, dass ich sie mit Minions verwechsel. Ich bin nicht so sicher. Aber, weißt du, es heißt immer, ja, man muss die Ängste von den Menschen ernst nehmen. Nicht alle. Sag mal, ich habe eine Tante in Schwaben und die sagt vor kurzem zu mir, Paco, du, ich weiß nicht, ob ich weiter zu meinem Zahnarzt gehen kann, weil ich habe gehört, der ist schwul. Ja. Ja, nein, weißt du, das ist mein Zahnarzt, der ist homosexuell, da kann ich nicht weiterhin. Das ist doch scheißegal. Er soll das Loch nicht mit seinem Penis bohren. Das ist doch kein disqualifizierendes Merkmal für einen Zahnarzt. Ich würde es ja verstehen, wenn er hektisch wäre. So, Frau Hübner, hier kommt die Spritze. Aber sich beschweren, dass der Zahnarzt schwul ist, das ist, als würde ich in den Puff gehen und hinterher sagen, ja, ich konnte einfach nicht kommen, weil die Nutte war in der SPD. Und dann hat sie mir gesagt, nee, sie hat so Angst vor der Homo-Ehe. Und ich dachte, ah, jetzt verstehe ich das. Weil ich glaube, wir können halt überall voneinander lernen. Weil im Ausland, in Irland selbst, im konservativen Irland, haben sie im Referendum für die Homo-Ehe gestimmt, weil da heißt es Marriage Equality, Ehegleichheit. Und das verstehen selbst Omas und sagen, ja, das klingt fair, dafür stimme ich. Ne? In Deutschland heißt es Homo-Ehe. Das ist so kurz vor Buh. Und ich habe mir mal überlegt, das muss doch Absicht sein. Ich meine, welcher Assi durfte sich das denn ausdenken? Was soll das denn sein? Die Homos wollen heiraten oder was? Was soll das denn, der Homo-Ehe oder was? Also, was stand denn noch zur Auswahl im CSU-Namensfindungsausschuss? Ja, bis jetzt haben wir Schwuchtelhochzeit, Tuckentrauung, Nougatbund. Dann bleiben wir doch lieber bei Homo-Ehe. Ist vielleicht am besten. Weil Sprache, ne, beeinflusst halt, wie wir denken. Das erweckt Assoziationen, ne? Weil, also Homo-Ehe ist halt, ich weiß nicht, macht halt so ein bisschen Angst. Es ist halt die Sprache, zum Beispiel, es kommt drauf an, wie man Sachen nennt. Es gibt zum Beispiel ein Lebensmittel, kennen wir alle, das entsteht so. Auf Tannennadeln sammelt sich Honigtau, der wird von Blattläusen gefressen. Diese scheiden das wieder aus, diese Ausscheidungen werden von Bienen gefressen, in den Stock getragen und wieder von sich gegeben. Und das nennen wir Waldhonig und nicht ausgekotzte Läusescheiße. Oder die Biene Maya in Two Girls, One Cup. Und okay, Ehe für alle haben wir noch. Ehe, ja, okay, aber das ist irgendwie auch verwirrend. Ich war da eben bei meiner Tante und die sagte irgendwann so, ja. Die sagt, ja, also, weißt du, nein, also ich bin ja gegen die Homo-Ehe für alle. Ja, dagegen bin ich auch. Aber ich habe mir überlegt, was muss die sich eigentlich vorstellen, dass irgendwann die Schergen kommen, um ihren Horst zu holen? Wenn sie es nur verzweifelt an seinen Beinen klammern kann. Nein, das ist mein Horst! Wir sind seit 20 Jahren verheiratet! Tut mir leid, Gnäfrau, der Horst ist jetzt der Toyboy vom Bürgermeister. Gesetz ist Gesetz. Okay, so viel sind anscheinend 7 Minuten. Interessant. Danke euch, ihr habt viel Spaß gemacht. Haut rein, ich bin Paco. Ciao. Meine Damen und Herren, Paco Erhardt. Paco Erhardt.